Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Götterfunken Genuss für Geist und Gaumen. Heute begrüße ich Sie inmitten eines barocken Vanitas-Stilllebens nach Art der niederländischen Meister jener Epoche. Das verweist auf den Götterfunken-Paten, den ich mir für diese Ausgabe ausgesucht habe, den Maler David Bailly, zu ihm später etwas mehr. Die Zigarre, die sozusagen unser Stillleben vervollkommnet und die ich verkosten werde, stammt von Principal Cigars und es ist die Limited Edition mit der goldenen Banderole. Sie weist eine Länge von 152 mm auf und ein Ringmaß von 50. Das Vanitas Stillleben, also das Stillleben der Vergänglichkeit, ist ein altes Thema, was vor allen Dingen in der Barockzeit Hochkonjunktur hatte. Und der Begriff Vanitas, falls ihn nicht jeder kennt, ist entnommen der Vulgata, also der lateinischen Bibelübersetzung, die das Leitwort aus dem Buch Kohelet, der Weisheitsliteratur des Alten Testamentes, Windhauch mit Eitelkeit, also mit Vanitas übersetzt. Luther übersetzt dann ins Deutsche Eitelkeit. Die katholischen Übersetzungen bleiben teilweise bei dem hebräisch näherstehenden Windhauch. Vanitas, also Eitelkeit. Eitelkeit im Sinne von Vergänglichkeit, nicht so sehr im Sinne, wie es heute gebräuchlich ist. Und vergänglich ist auch der Duft und vor allen Dingen der Tabak dieser Zigarre gleich. Der Kaltgeruch weist eine schöne, zarte Heunote, schon eine deutliche Zeder und sonst eigentlich nicht viel, ja, Heu, vielleicht ist es eher feuchtes Heu, Zeder, sonst eigentlich noch nicht so viel aus, auf wie man meinen könnte. Ich schneide die Zigarre mal an. Heute verzichten wir mal auf den Clipser. Das wäre sicherlich ein Stilbruch. Und sage Ihnen vielleicht noch etwas zum Thema Eitelkeit, Vanitas, Stillleben. Die hier an der Seite jetzt eingeblendete Skizze stammt von unserem Götterfunkenpaten, dem Maler David Bailly. Er lebte übrigens von 1584 bis 1657. Müsste stimmen, wenn nicht, blende ich es ein. Und diese Skizze, die Sie hier sehen, zeigt eine Sanduhr, einen Totenschädel und eine Pfeife. Attribute, die wir auch hier liegen haben, Sanduhr, Totenschädel und Pfeife. Ganz klassische Symbole der Symbolsprache des Barock und auch schon früher, die eben auf die Vergänglichkeit allen Seins hinweisen sollen. Die Zeit verrinnt, der Totenschädel spricht für sich, so werden wir alle einmal aussehen, wie es im Hamlet so schön heißt. Und die Pfeife, ja, vielleicht, man kennt heute noch, das kannst du in der Pfeife rauchen. Also das kann man vergessen, das ist vergänglich. Aber überhaupt ist der Rauch selber schon lange, bevor der Tabak nach Europa kam, Symbol für etwas, was vergeht, was vergänglich ist gewesen. Schauen wir uns mal den Kaltzug ganz ohne Rauch an. Eine sehr zarte, delikate, angenehme, milde Süße. Dazu ein minimaler Würzgeschmack an den Lippen. Heu bleibt, Zeder bleibt. Ansonsten fragt sie nach mehr, möchte gleich angezündet werden. In diesem Gemälde hat sich der Künstler selbst dargestellt, links sitzend mit dem Malstock in der Hand. Auf der anderen Seite, bildwörtlich gesprochen, präsentiert uns die Fülle unterschiedlicher Gegenstände ein echtes Stillleben.
Einige Symbole, die wir schon von der Studie Quiz evadet, wer entkommt, kennen, finden wir hier wieder. Da haben wir den Totenschädel, dessen unnütze bzw. nicht mehr vorhandene Nase vergebens am Kopfstück der Pfeife zu schnuppern scheint. Auch das auf der Quiz Evadet-Skizze schon abgebildete Stundenglas taucht am rechten Bildrand wieder auf. Ein Vanitas-Stillleben. Wir sehen Blumen, die mit der Zeit verwelken müssen und damit auf die Vergänglichkeit hinweisen, sogar die Vergänglichkeit alles Schönen. Das Sinnbild evoziert die berühmten Worte des ersten Petrusbriefes: Alles Sterbliche ist wie Gras, und all seine Schönheit ist wie die Blume im Gras. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt. Wir erkennen eine erloschene Kerze, und wenn wir an die brennenden Kerzen auf Geburtstagstorten als das Licht des Lebens denken, so spricht die erloschene Kerze für sich selber. Das Lebenslicht ist ausgebrannt. Wir finden weitere klassische Vanitas-Elemente wie die Münzen- und Perlenkette, die für die Vergänglichkeit von Reichtum und Schmuck stehen. In bester Trompe-l'œil-Manier, das heißt einer Malerei, die so virtuos und illusionistisch die Bildsujets auf die Leinwand band, dass eine das Auge des Betrachters täuschende Wirklichkeitsnähe erreicht wird, verrät uns Bailly zudem auf einem herunterhängenden Zettel das Motto seines Werkes: Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Aus dem Buch Kohelet: Vergänglichkeit der Vergänglichkeiten und alles ist vergänglich. Die Nichtigkeit alles Seienden überhöht Bailly noch äußerst virtuos durch die Abbildung dreier schwebender Seifenblasen, welche ebenfalls die Flüchtigkeit der Wünsche und Wirklichkeiten ausdrückt. Der Homo Bulla, der Mensch als Seifenblase. Wollen wir mal probieren, ob wir hier die Zigarre nach alter Manier mit dem Fidibus entflammen können. Lange nicht mehr gemacht. Ohne hinzugucken wird das schwierig. Verzeihen Sie mir also, dass ich ein bisschen wegstarre und Ihnen derweil vom Homo Bulla erzähle. Die Seifenblase, Sie kennen vielleicht heute noch, Träume zerplatzen wie Seifenblasen oder Wünsche zerplatzen wie Seifenblasen. Schon in der Antike galt das Sprichwort, der Mensch ist wie eine Seifenblase. Lucian verwendet es schon. Später dann bei uns in Europa, Erasmus in Europa, ja gut, die Antike, Lucian war auch Europa, aber bei uns dann wesentlich später auch Erasmus von Rotterdam. Und eine wunderschöne Darstellung, ich blende sie hier mal an der Seite ein, befindet sich in Bamberg im Kloster Michelsberg in der Heilig-Grab-Kapelle. Und dort sieht man den Tod sehr süffisant. Seifenblasen erzeugen. Mit dem einen Fuß steht er schon auf dem Spaten, der unser Grab schaufeln wird. Und wie gesagt, fast in süffisanter Art und Weise spielt er mit Seifenblasen, erzeugt sie. Was natürlich dann man könnte sagen, eine grafische Darstellung des goethischen Mephistopheles ist, der ja mit den Worten bekannt wird auch, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. So schön diese Seifenblase sein mag, sie hat nicht mehr Wert als alles andere, denn alles ist der Vergänglichkeit, der Vanitas anheimgefallen. Der erste Zug. Zeigt eine sehr schöne, feine Zedernote, unterlegt
von einer unglaublichen milden Würze. Also es scheint ein Widerspruch zu sein, aber man hat Würzigkeit an den Lippen. Aber es bleibt mild. Trotzdem ist das Ganze schon in den ersten Zügen sehr vollmundig. Ein wunderschöner Vollrohrzucker, karamellisiert, eine sehr schöne, geschmeidige Nuance. Übrigens die Tabake, die Darren Chaffee, der Schöpfer dieser Zigarre, ich lernte ihn auf der vergangenen Intertabak kennen, verwendet, stammen überwiegend aus der Dominikanischen Republik für das Umblatt, die Einlage Dominikanische Republik und Nicaragua, was ein bisschen mehr Kraft auch bringt. Und das Umblatt ist ein brasilianisches Cubra, also kubanischer Samen in Brasilien gezogen. Übrigens ein sehr schönes Deckblatt. Dieses Cubra-Deckblatt weist fast keine Adern auf, so ganz zarte Adern. Es hat so eine leicht ölige, aber auch gefühlt pudrig-sandige Konsistenz. Das ist was wirklich Feines. Und dieser Darren Chaffee, der hat so eine Ader, nicht nur offensichtlich für guten Geschmack, den er zusammen mit Henrik Kellner Junior in der Kellner Boutique Factory komponiert, sondern überhaupt eine Ader auch für Ästhetik. Ursprünglich ist er Antiquitätenhändler und hat dann ein Faible schon zu seiner Highschool-Zeit entwickelt für altes, schönes Papier, übrigens auch für die Verpackungen von Zigarren. Zigarrenkisten weisen ja innen die Vistas, diese schönen, bunten, bemalten Motive auf, aber eben auch für alte Wertpapiere oder Noten, also Geldnoten. Und eine seiner Serien nennt er Money to Burn. Und da schlägt er sozusagen die Kistchen in echte, originale, alte Wertpapiere ein. 1000-Dollar-Noten zum Beispiel, das macht schon etwas her. Seine Standardserie ist ja die Aviator. Die Aviator hat also unten dann auch so eine Fußbinde aus einem Stoff, wie er eben bei Flugzeugplanen verwendet wurde, daher auch Aviator. Und diese hier, die Limited Edition mit dem Goldband, die hat etwas ganz Besonderes. Und zwar weist sie darauf hin, Limited, dass sie streng limitiert ist. Und das Streng ist hier sehr streng. Er kümmert sich zusammen mit Henrik Kellner, der übrigens in 2013, glaube ich, zusammen mit Darren Chaffee diese Zigarre kreierte. Nein, die ist ja jetzt von 2017 überhaupt die erste Zigarre von Darren Chaffee kreierte, der dann in einem Interview mal sagte, Darren Chaffee war einer meiner ersten, aber auch härtesten Kunden, weil er eine genaue Vorstellung im Kopf hat, welchen Geschmack er haben will. Und dafür suchten die wirklich absolute Kleinstmengen. Und diese Zigarren der Limited Edition werden teilweise nicht in Tausenden, sondern nur in Hunderten produziert. Also die sind wirklich limitiert. Und ein interessantes Kapitel dazu noch, es wird nicht immer derselbe Tabak sein, den Sie darin finden. Jede Marge wird etwas anders sein. Das Format und die Optik aber werden ähnlich bleiben. Und der Name vor allen Dingen wird gleich bleiben. Mir wäre zu wünschen, dass auch der Geschmack gleich bleibt, aber das lässt sich natürlich nicht ändern. Wenn man nur Kleinstmengen kauft, muss man den Blend unweigerlich irgendwann ändern. Aber die sie momentan kriegen, werden den Geschmack haben, den wir heute hier verkosten. Wir kehren noch einmal zu David Bailly zurück. David Bailly, der bei seinem Vater zunächst lernte, dann bei einem Kupferstecher, stammte aus der Stadt Leiden, die niederländische Hochburg einiger Maler. Und er ist vielleicht auch deshalb heute nicht mehr so sehr im öffentlichen Bewusstsein, weil andere große Namen eben aus Leiden stammen. Gerrit Du,
Franz van Mieris, natürlich Rembrandt, der auch dort gewirkt hat. Aber David Bailly hat fast sein ganzes Leben in dieser Stadt verbracht, mit Ausnahme einer Reise durch Deutschland und natürlich Italien, was Pflicht für jeden Maler der damaligen Zeit gewesen ist. Er war besonders bekannt für Porträtmalerei, aber eben auch ein Meister des Stilllebens, insbesondere des Vanitas-Stilllebens. Sie haben ja im ersten Götterfunken bereits gesehen, dass wir hier eine Mischung aus Porträt und Stillleben haben, die er da raffiniert kreiert hat. Und da, während ich jetzt hier weiter diese Zigarre opulent genieße in all ihrer Vergänglichkeit, schauen wir uns jetzt mal eine weitere Ebene desselben Gemäldes an. Bailly verschachtelt in diesem Selbstporträt mit Vanitas Stillleben noch ein zweites Stillleben, das scheinbar genau das Gegenteil zur Vanitas-Thematik zum Ausdruck bringt und ein ebenfalls über die Jahrhunderte hinweg äußerst beliebtes Thema vorstellt. Die fünf Sinne. Das Sehen ist ja bei einem Gemälde der augenscheinlichste Sinn, denn wir betrachten das ganze Jahr. Darüber hinaus schaut uns der Künstler selber an, ebenso wie das Porträt, das er in seiner Hand hält, und das der jungen Dame rechts neben der Kerze. Des Weiteren betont er als Maler den Gesichtssinn noch auf eine ganz besondere Weise, indem er uns auffordert, ganz genau hinzusehen. Schauen Sie einmal durch das stehende Sektglas hindurch auf die Wand im Hintergrund. Dort erkennen Sie ganz zart und geisterhaft ein weiteres Porträt. Eine junge Dame, die mit ihrem rechten Auge von der anderen Seite durch das Glas schaut. So raffiniert und nicht ohne eine gewisse Ironie stellt uns der Maler den für seine Kunst so wichtigen der fünf Sinne, das Sehen, vor. Der Geschmackssinn wird uns durch die beiden Gläser sowie das Tee-Ei und natürlich auch durch die Pfeife dargestellt, denn Wein trinken, Tee trinken und Tabak trinken, wie man früher sagte, sind Geschmacksfragen. Den Tastsinn spüren wir durch die Hände des Künstlers selbst. Man meint, das Gewicht seines Mahlstocks regelrecht fühlen zu können. Der Geruchssinn, das Riechen, ist uns natürlich in erster Linie durch den Duft der Blumen gegeben, aber auch die Pfeife kommt hier wieder ins Spiel, die man ja nicht nur schmecken, sondern auch riechen kann, wie unser Freund der Totenschädel es vergeblich versucht. Zu guter Letzt fehlt noch das Gehör, und auch das hat Bailly bedacht, denn links am Bildrand oben hängt ein Blatt, das einen Lautenspieler vorstellt. Übrigens eine Hommage an Franz Hals, dessen Gemälde der Lautenspieler hier zitiert wird. Des Weiteren versteckt sich hinter dem Porträt, welches der Künstler in seiner Hand hält, noch eine Blockflöte, deren Endstück gut zu erkennen ist. Auch sie deutet natürlich auf das Gehör hin. Mit den jetzt eingefärbten Gegenständen haben wir also ein ganz anderes Stillleben vor uns als eben mit den Vanitas-Motiven, obwohl die Gegenstände teilweise identisch sind. Blumen und die Tabakspfeife tauchen in beiden Kompositionen auf. Der Kontext der Betrachtung macht den Unterschied. Die Musikinstrumente könnte man, vom Gehörsinn abgesehen, ebenfalls zu den Vanitas-Symbolen zählen, denn so wie in einer Zeit ohne CDs oder Streamingdienste der Klang der Musik nur im Augenblick erlebbar ist und kaum gehört wieder verklingt, so wird das menschliche Leben vor dem Hintergrund der Ewigkeit nur als flüchtiger Augenblick verstanden, und der Tod ist sprichwörtlich das Ende vom Lied. Bailly verbindet hier also neben einem Selbstporträt und einem Stillleben, beziehungsweise wie wir jetzt wissen, zweier Stillleben, das Thema der fünf Sinne, also der Lust am Leben, der Lebensfreude,
mit dem Thema der Vergänglichkeit. Ich muss hier ein wenig aufpassen, denn die Gefahr für den Kritiker, wenn eine Zigarre nicht nur gut komponiert ist, nicht nur gut gemacht ist, nicht nur viele Aromen aufweist, sondern dann auch noch den persönlichen Geschmack sehr trifft, und das ist hier der Fall, dass man da nicht ins Schwärmen gerät, sondern möglichst noch sachlich in der Beschreibung bleibt. Was ich im zweiten Drittel noch sagen kann, es kommen zu den erwähnten Aromen eine Nuance Zimt, ich weiß nicht, ob ich die schon erwähnt hatte, hinzu, aber auch ein weißer, echter Nougat und eine gewisse Erdigkeit, eine untertönige Erdigkeit, auf der das Ganze wie so ein Fundament ruht. Man hat also sozusagen ein Basso Continuo, ein erdiges Fundament jetzt entwickelt, auf dem die ganzen feineren, süßeren Aromen sich sozusagen aufbauen, die aber dann wiederum sehr schön, besonders retronasal, ausbalanciert werden durch dieses herbe Zederaroma. Also hier ist eine Komposition gelungen, dem Hendrik Kellner in Zusammenarbeit mit Darren Joffe, die erstens meinen Geschmack wunderbar trifft, aber die auch wirklich komplex und raffiniert ist, die entdeckt werden will. Das mache ich jetzt auch noch. Wirklich eine Vollmundigkeit, ein sehr cremiger Rauch, der vielleicht ein ganz, ganz leichte Spitzen aufweist, die aber nicht stören, sondern die das Ganze, ja, die dem Ganzen eine gewisse Pikanz verleihen. Das ist eine ganz leichte, pikante Note durch die Rauchtextur dabei. Und sogar noch ein drittes Stillleben, das wir ganz kurz aufzeigen möchten, baut David Bailly in seine Komposition ein. Ein Stillleben der Kunst. Hier stehen Lautenspieler und Flöte Paten für die Musik. Die Palette an der Wand und der Malstock in der Hand des Künstlers sowie die vielen Porträts stehen für die Malerei. Die Skulpturen, die vollplastische Darstellung des heiligen Sebastian sowie die Büste einer nicht mehr ganz frischen Dame stellen natürlich die Plastik vor und die Bücher bedeuten die Poesie. Das herrliche Drittel ist nun zu Ende und das Finale beginnt. Und das Finale fängt auch wirklich mit einem zusätzlichen Aroma, der zu dieser schönen Erdigkeit, die untertönig als Bassfundament da ist, und den erwähnten Aromen mit einer wirklich wunderbaren, ohne dass es negativ klingen mag, Klebrigkeit, die so auf den Lippen und am Gaumen erzeugt wird. Eine Schmatzigkeit, möchte man fast sagen. Dazu gesellt sich nun so eine Butterigkeit, auch noch eine runde Butternote, die das Ganze wirklich so seidig, geschmackvoll abschließt und das wirklich einfängt, dieses Aromenspektrum sozusagen umrahmt oder umschließt. Eine wirklich schöne Nuance, das sind alles nur Nuancen, aber das macht die Delikatesse dieser wirklichen meisterhaft komponierten Zigarre. Ich nehme das schon mal vorweg aus. Die Bauchbinde musste ich natürlich schon opfern, denn sie ragte ja ins mittlere Drittel hinein und überdeckte auch das Finale, das letzte Drittel. Was man noch erwähnen sollte, ist, dass auch eine gewisse Würzigkeit, auf die ich glaube ich schon zu sprechen kam, dass die im letzten Drittel deutlicher wird. Nicht stark, nicht kräftig, aber doch untertönig vorhanden ist. Und bei all dieser Würzigkeit und auch grundlegenden Erdigkeit ist das eine Zigarre, die dem Magen sehr wohlgesonnen ist. Also sie ist nicht schwer, sie ist nicht stark in diesem Sinne und sie ist sehr gut verträglich.
Das macht sie vielleicht auch für Anfänger zu einer guten Zigarre. Aber man sollte schon vielleicht ein paar andere Zigarren vorher geraucht haben, um mit dieser Fülle an Aromen klarzukommen und sie wirklich auseinanderschmecken zu können. David Bailly ist uns noch eine Antwort schuldig. Erinnern Sie sich? In seiner Skizze mit Vanitas-Symbolen fragte er uns: Quis evadet? Wer entkommt? Die Antwort gibt er uns. Wenn wir uns das Entstehungsdatum des Gemäldes auf dem Mottozettel mit Baillys Signatur anschauen, bemerken wir die Jahreszahl 1651. Zu diesem Zeitpunkt, 6 Jahre vor des Künstlers Tod, ist Bailly bereits 67 Jahre alt, malt sich aber selber in der Blüte seines Lebens. Das Porträt, das er in seiner Hand hält, stellt ihn hingegen im tatsächlichen Alter dar. Er hat sich sozusagen aus dem Kreislauf von Leben und Tod befreit. Wer entkommt also? Wer lebt ewig? Nicht der Künstler, das wusste auch Bailly. Schließlich ist es immer noch ein Vanitas-Stillleben. Aber die Kunst. Bevor wir zum Zeugnis kommen, vielleicht noch ein Hinweis. Die Asche, die hier liegt, ist doch relativ locker. Während die Kamera aus war, ist mir doch ein Teufelsfunken passiert, der Gott sei Dank nichts Gravierendes hier hinterlassen hat. Aber etwas noch zum Tabak, der hier verwandt wurde in dieser Zigarre. Aus rechtlichen Gründen darf Darren Joffe ihn nicht so benennen, wie er eigentlich benannt sein müsste. Hendrik Kellner kommt an sehr ausgewählte und exquisite Tabake, teilweise auch nur in kleinsten Mengen, heran. Und einer davon, der hier verarbeitet wurde, wird von Darren Joffe als Monte Plata bezeichnet, was eine Region auf der Dominikanischen Republik meint. Und wenn der Aficionado sich die Karte mal anschaut und Monte Plata aufsucht, diese Region, dann wird er wahrscheinlich wissen, welcher Tabak, mehr dürfen wir hierzu nicht sagen, hier drin Verwendung fand. Zum Zeugnis Optik und Haptik, wie gesagt, ein wunderschönes, seidig bepudertes, milchkaffeebraunes Deckblatt. Ein Zigarrenring, der zwar golden ist, aber doch eine gewisse Dezenz und ein gewisses Understatement aufweist, mit den beiden stilisierten Buchstaben P und C in Halbkreisen für Principal Cigars, ansprechend gemacht. Das Zugverhalten ist durchweg tadellos, wirklich wunderbar. Ein nicht zu festes und nicht zu schwaches Zugverhalten, das einen ordentlichen Rauch fabriziert, den man kauen und genießen kann, der den Gaumen ausfüllt. Die Verarbeitung entsprechend tadellos, volle 5 Götterfunken von 5 muss man da geben. Und zum Aroma hatte ich ja einiges gesagt. Es ist komplex, es ist raffiniert. Es mag sein, dass es nicht jedermanns Sache ist, aber man muss fair bleiben und immerhin sagen, es ist schon eine runde, ausgewogene, wirklich gute Komposition. Meinen Geschmack trifft es absolut, deren Kongratulation oder Gratulation zu diesem wirklich guten Stück Tabak. Der Preis mit 13,90 Euro ist mehr als angemessen. Ich habe Zigarren geraucht, die deutlich teurer, fast das Doppelte und mehr gekostet haben. Und vielleicht eine ähnliche Fülle an Aromen boten, aber dieses wirklich abgerundete Bild zu diesem Preis mit Sicherheit nicht geboten haben. Also, Sie merken, ich bin begeistert von dieser Zigarre und sie geht nun wirklich zu Ende. Die Finger werden heiß. Die Vergänglichkeit hat nun auch den Genuss dieser Zigarre erreicht. Vielleicht noch ein Coyle-Zitat: Alles hat seine Zeit. Die Zeit dieser Zigarre ist nun um.
Und bei allem, was man zur Opulenz des Lebens, zu den schönen Dingen, mit denen man sich umgibt, sagen kann und was man zum Genuss einer Zigarre sagen kann, denken Sie am Ende immer daran, manchmal ist eine Zigarre auch einfach nur eine Zigarre.